Wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer Hallo. weiteren Folge Payday 2, mit der ich wiederhole mich, ich will dieses Wort nicht verwenden, aber wenn ich es nicht verwende, werden sie meinen Hund töten. Bitte rettet meinen Hund, spendet jetzt. Das haben mit wir der nicht Heisting gesagt. Crew. Ja, nein, Entschuldigung, das steht nicht auf dem Zettel. Nicht hauen, nicht wieder. Und ich bin wieder der Dumme, der dann sagt, oh, Pumpkin will den Hund töten. Ja, Pumpkin will den Hund umbringen. Alle wollen den Hund töten, Pumpkin also, will den Hund töten. Wir hören schon mit der Chaoten-Crew, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, ich mag genau. Die Heisting-Crew nicht, weil es sind einfach wirklich die Chaoten. Mit einem Thema, das die anderen in ihrer Aufnahme schon hatten, aber ich heute auch nochmal ansprechen werde. Und wir spielen Payday 2 zusammen mit der neuen Mission, die Alesso heißt. Und ich weiß zwar nicht, wie Alesso heißt, aber es heißt Alesso heißt. Scheiße. So. Scheiße. Boah, ich sabber schon wieder, ey. Ja, Markus hat grundlegend Probleme mit meiner wirklich adonishaften Erscheinung. Ja, natürlich. Ja. Man könnte sich jetzt auch... Also, man beachte, hier ist der Alesso, der heißt... Hier haben wir Popcorn. Ja, man beachte, bei mir sieht man das, naja, eine Minecraft-Grafik bei mir. Boah, Leute. Wir sind in der Lobby. Und es bricht schon Panik aus. Hund, Alter. Das ist mir gerade einer entgegengekommen. Er hat gesagt, er will meine Mutter töten. So, aber wir wollten heute über wichtige Dinge reden. Die anderen haben es in ihrer Aufnahme schon mal angesprochen. Alter. Und zwar scheint es so zu sein, dass die Menschen auf mich hören. Das tut mir leid, dass ihr das tut, aber es scheint so zu sein, dass ihr auf mich hört und ihr dem lieben Pumpkin das letzte Mal Dislikes gebracht habt. Ist das richtig? Er kommt, die Wache kommt. Also der kommt gleich zweimal. Oh mein Gott. Hallo, ist das richtig? Ja, wir haben ja schon erwähnt, dass man nicht alles auf die Goldwaage legen sollte. Pipa Pumpkin. Ja, was gibt's? Ich heiße Pumpkin. Und dass eben da kommt solche ein Sachen. Security. Ja, komm, wir stellen uns hier hin. Komm, lass knutschen. Bobby, komm zu mir in die Ecke. Der Markus kriegt aber zu. Ist egal. Bleibt doch alles in der Familie. Was? Ihr seid. Oh mein Gott, jetzt auch noch. Nein, ich bin den Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Warte mal, wo waren wir stehen geblieben? Irgendwas wegen auf die Goldwaage legen? Ja, genau, man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen, was wir hier sagen, also... Ich finde das nett, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Ich, trotz alledem, wenn dann alle mal ein Dislike geben oder sowas, das ist natürlich alles nicht ernst gemeint. Das kann vor allem YouTuber in den Größenordnungen, die sie hier haben, verunsichern, wenn Dislikes existieren. Dann muss man das nicht unbedingt machen. Dementsprechend, wenn ich das in Zukunft sage, nimmt das doch bitte nicht alle so wörtlich. Oder macht dann einen auf Patriot und sagt, nein, wir disliken jetzt dein Video. Ich habe kein Problem mit Dislikes, nur ohne. Und deswegen, ich finde es in Ordnung. Was? Das hört sich so an, als ob ich, keine Ahnung, so in meiner Größenordnung verunsichern würden, hört sich so an, als ob ich, keine Ahnung, so in eine Selbsthilfegruppe muss oder so. Ja. Nein, das existiert ja nicht. Tobi hat da viel mehr Abonnenten, beziehungsweise die Metal Let's Play Leute haben ja viel mehr Abonnenten Metal und Let's viel mehr Zuschauer. Metal Let's Play, Alter. Ja, kennst du nicht die Band Slayer? Kennst du nicht? Ja, mein Bier Slayer. Bup, 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 bup. Bup, bup. Echt, ich kann mich schon gut dran erinnern, wie wir nachher... Entfernt werden. Der männlichste Schrei ever. Oh Mann! Der macht mir Konkurrenz hier. Geht aber gar nicht. Kann man da eigentlich durch? Hier? Nee, da kannst du nicht durch. Ja, kann man da unten durch? Warte. Bordeus! Ich bin zu fett. Ich bin zu fett. Du hättest deinen Kopf einziehen müssen, Mann. Oh, ja, Mann, gell? Warum ziehst du denn deine Hose aus? Was? Was? Wirklich? Was, deine Hose, oder was? Hören dich schon denken, bevor du niest, ja? Was ist Chubby Top Talk? Oh Mann, ey. Warte, weil ich das nicht in Relive machen möchte. Ja, das na gut, kann ich das leider nicht, aber wir nicht machen so nachher eine Rennsession. Die Wand vergewaltigt. Weil ich das nicht in Relive machen möchte. Upsa. Guten Tag. Warum komme ich denn hier nicht durch? Das ist doch überhaupt nicht realistisch. Oh Mann, das ist doch voll kacke. Du bist zu dick. Also im Spiel.
quack. Was ist denn? Quack, quack, quack. Jetzt habe ich es auch gesehen. Komm, wir gehen da rein. Da können wir auch nicht durch. Ich bin auch zu. Hallo quack. Security. Wie viele Sachen kommen hier? Ja, komm, lass uns hier durch. Hallo Security. Leute, kannst du dich Hallo durch? Security 2. Security 2, verpiss dich. Niemand liebt dich. Ich bin unsichtbar. Der kommt wieder hoch, der kommt wieder hoch. Quack. Nee, kommt er nicht. Doch. What the fuck? Oh Gott, der steht da. Ja, ach nee. Ja, Pumpkin macht das jetzt alleine. Also wenn ihr mehr von der Mission sehen wollt, Pumpkin macht das jetzt. Liebe Leute, wie kommen wir da jetzt? Der geht hoch. Weg. Wupp. Achso, Boah! Nein, wohin denn? Er hat uns gesehen. Oh, Scheiße. Ich glaube, er hat ihn umgeködelt. Dubstep. Wie von der Tarantel gestochen. Scheiße. Hey, das ist eine Popcorn-Fabrik. Oh, da ist eine Kassiererin. Leute. Völlige Ekstase hier schon wieder. Ist doch alles gut. Alle total am Eskalieren. Da ist eine Kamera. Leute, ich lauf direkt in die Nacht. Leute, das Spiel ist schlimmer als Damned. Ich hab nicht gesehen, dass die Tür offen ist und ich laufe da erstmal voll rein, ey. Hi, ist es eigentlich grundlegend so, dass C4 in solchen Konzerthallen gelagert wird? Ja. In der Regel. Hast du Lust auf zärtliche Zungen? Alter, wie du guckst, hast du einen Kopf gedacht? Du guckst auch voll irritiert. Ich guck dir nur so hin, Alter. Was ist das, Alter? Markus, du schaust, als ob du gerade auf der Toilette sitzt und einen abdrückst. Ja. Und du schaust aus, als hättest du gerade jemand deine Tochter überfahren. Ja, und du siehst aus, als ob du schwarz wärst. Ja gut, es ist eine Tatsache. Die Fahrkarte gefressen hat. Gut, dass wir vorhin über die Goldwaage geredet haben. Ich hab Tränen in den Augen. Mann, hast du die Flüchtlinge schon gefunden? Da ist noch ein Schrank undurchsucht, Mann. Da ist noch ein Schrank undurchsucht. Mach mal deine Arbeit gründlich. Ja, wir müssen normal runterlaufen. Ja, wir sind ist ja lame. Wir können normal runterlaufen. Hi, Wache. Alter! Hi, Wache, wie geht's? Ist doch gar nicht unauffällig, wenn wir dieses Kiesbett runterlaufen. Ne, Batman! Ich bin unsichtbar, ihr seht mich nicht im Geist. Seht dich wirklich? Ach, da bist du. Das war Elektroplasma. Elektro. Aaron, wir waren Geister! Gargamel! Was hast du jetzt wieder mit Gargamel, Alter? Aber da war doch gar kein Geist. Out of Content, oh nee, nicht schlimm für kein Kuchen backen oder wie war das? Ja, weil sie gar Mehl hat, ne? Ja. Ja, wo seid denn ihr jetzt hin? Seid ihr da unten durch die Tür durch? Oder seid ihr da unten in den Keller? Oh, ich seh grad, guck mal durch die Wand, Tobi. Markus, guck mal durch die Wand unten. Siehst du, wie er in der Luft sitzt? So, Deus, der kommt. Mal runter. Wer kommt? Ah, der Typi hier. Welcher Typi? Da hast du den. Ach, egal. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Das war der Security, du bist halt einfach mal durch den durchgelaufen. Ich wollte mich noch mal in den Kabelstapler buggen. Ja, warte mal, ich könnte mich jetzt reinsetzen und einfach wegfahren. Du. Mach mich da rein! Geh rein. Ja, du musst dich dafür ein bisschen bewegen. So. Nein, zu weit! Oh. Nein, zu weit! Hierbei bitte beliebige Fahrstuhlmusik einfügen. Nein, so weit! Ich halt mal Ausschau, ob da jemand kommt. Jetzt nochmal ein Stück nach vorne. Alter, das mal, arme Gitter! Ich höre nur Räums, Alter. Mann, lass mich da rein! Was haben wir denn hier? Hier haben wir Vogelfutter. Hä? Was? Oh, jetzt hat's aber kurz geklappt. Oder, egal, gut, machen wir weiter. Hier haben wir noch ein bisschen Naturnahrung. Oder das ist ja nur Vogelfutter, Markus, oder? Ist du regelmäßig PVC? Ich glaube, da steht irgendwas mit. Steht da nicht irgendwas mit Chips? Also wenn es Vogelchips sind, dann... Das sieht aus wie Tauben. Ja. Entschuldigung, in welcher Auflösung spielt ihr? Ich habe das Ding auf Full HD und habe hier eine Textur, die ungefähr aussieht, als hätte jemand eine Landesflagge verwischt. Ja, gut, ja. What the Joghurt?
1080p Auflösung hier und Dingens. Alles auf höchsten Grafikeinstellungen. Ich auch, aber ich hab trotzdem einen komischen Rand. Nein, 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 Swag. Swag. Ich bin Batman. Ich bin nur noch Batman. Boah, der kommt nach vorne. Pass auf, Batman. Batman, neben dir. SpongeBob. Neben dir. Schlafsackfrau. Die Batman, Schlafsackfrau. Was? Was ist denn? Ja, da war Schlafsackfrau. Wache, 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 wache. Ich will hier weg. Da ist ein Paket. Ein Paket. Kommt ihr kommen? Oh. Ja, wir kommen mal kommen. Komm mal. Verdächtigen Anno. Für Macke Sacke. Dieser Moment, wenn du nicht sprechen kannst. Hey. Hallo. Badadum! Soll ich meine Maske aufsetzen? Wenn ihr wollt. So, meine Damen und Choleriker. Willkommen zur Show. Kannst du meinen Laptop anschließen? DJ Pumpkin? Ja. Warte, jetzt kommt DJ Pumpkin. PJ. 2015! This warte, is DJ. Real! Stellen wir hier erst noch das Rack ein. Aha, okay. DJ Pumpkin. Ja, halt doch mal das Maul! Vielleicht wollen die das hören, die Zuschauer. Oh mein Gott! Was ist denn los, Mann? Es geht hier voll ab! Das ist Hoxton! Hoxton! Wisst ihr, Hoxton war seine erste Jugendliebe. Warte mal, Riva, du bist Hoxton! Hallo! Du guckst den Monitor an bei mir. Wie war das mit Schätzchen? Ich glaube, das war das. Das ist Dallas. Und mir ist wirklich. Ach, ich sehe jetzt auch mal den DJ. Ja, da vorne. Ist dir denn nicht aufgefallen? Nee, vorne. Was, das ist ein DJ? Ach, ja. Jetzt? Ja. Oh Gott. Deus! Was ist Mew? Ja, und das du, bläst ihn ein. So ist das geil! Und im Rhythmus, Alter! Ja, dreh dich mal um, dreh dich um! So ist das geil! Ja, noch ein Stück! So ist das geil! Oh Mann, ey! Oh! Komisch, warum riecht das hier auf einmal nach Schokolade? Das ist also, weißt du, ich sehe euch nur so ein schwarzes Silhouetten und dann siehst du einfach. Als erstes, Leute, war ich Professor Dr. Pumpkin, da wurde ich zum Koch, jetzt bin ich DJ. Karriereaufstieg.
Ja, vom Professor zum DJ. Wenn du das Aufstieg nennst, okay. Naja, kann man so oder so sehen. Wenn ich dich dann irgendwann Müllmann betitel, ist das dann auch ein Aufstieg, oder? Ja, das ist doch ein besserer Aufstieg. Wenn ich obdachlos bin, habe ich mein Ziel erreicht. Ja, ich habe einen Haarmund. Haarmund? Ich habe einen Haarmund. So machen wir heutzutage Musik. Bitte? Ja, genau. Ich finde es interessant, dass das so geendet hat. Ich fand das sehr schön, das Stück heute. Ich muss aber sagen, ich will mal wissen, wie viel die Eintritt bezahlt haben für ein halbes Lied. Ja. Das war das größte Konzert, also die wurden alle verarscht. Ja gut, vielleicht ist es so wie bei anderen Menschen mit großen Penissen. Was ist... Du verstehst die Similarität zu großen Penissen und verarscht nicht? Verstehst du? Wo war das Paket? Ach hier. 13. Mann, der Typ, ey. Bin eine lilane Katze. Ha! Ach, wir kommen ja da nicht runter. Ja, wir müssen jetzt den Guards entgegenlaufen. Hi. Ich könnte jetzt mein Name ist Fridoli. Oh yeah. Wow. Ich habe nur noch einen Pager. Give the swag to my wag. So ein schönes Labor Case Wag, das wäre jetzt auch was. Schönes Labor Case Wag, das wäre jetzt auch was. Ach, ich runter, nicht runter, nicht runter! Du glaubst gar nicht, jetzt dass ich runter, jetzt runter. Hab, gell? Hä? Okay. Oh oh. Oh oh. Buy me a river. Hey, wie das aussieht. Rainer, mach's gut. Mach's gut, Rainer. Du denkst du dran, dass du heute ein bisschen früher Feierabend hast, weil der kleine Josef noch zum Kindergarten muss. Da kommt die Wache. Ja, scheiße. Wiedersehen, Rainer, mach's gut. Boah. Mensch. Gerald, was los? Boah. 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 Das ist ja so mein Welcome Back. Also Schätzchen, entweder hast du... Also wir sind jetzt echt... in der Steinzeit angekommen. Ah. Boi, boi. Kaputt. Was ist, boi, boi. Kaputt. Torwangale. I am the swagger of the night. All right. Woohoo. Baby, baby, baby. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Wo bin ich? Komm doch zurück. Keine Ahnung, wo ich bin, Mann. Da ist die Kamera. Deus. Soll ich auch mein Mäskle aufsetzen? Ja, ihr könnt das euer Maskle aufsetzen. Nein, mein Name ist Maske. Hab ich vergessen, den Cutter zu kaufen? Ich hab vergessen, den Cutter zu kaufen. Menschenskinder, ehrlich. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal da, mit Profis. Einmal ihre Fahrscheine bitte. Ja. Wenn sie ja einfahren wollen. Ja. Ich leuchte mal, damit es besser sichtbar ist, gell? Also ich leuchte mal hin. Warte mal. Hier, da leuchte ich hin. Ja, ich genau, dreh dich um. Dreh dich um? Nein. Wär ich, oder? Das, warte, bleib doch mal stehen, Markus. Menschenskinder, ach so. Dreh dich um. Ich muss aufstehen. Fasch dich grad um, ist alles gut so? Nee, das machst du falsch. Aber du kannst mich wieder nach vorne zu deinem jetzt Geliebten lassen. Jetzt bin ich jetzt bei denen. Oh, hallo. Ich steh drauf. Hallo, guten Tag. Nein, you shall not pass. Oder auch. You shall not pass. Hey. So, hier. Oh, das wäre voll geil, ey. Wenn der in dem Film einfach mal einen hätte ziehen lassen, ey. Okay. Ich hab nichts. Du glaubst gemacht. Schon nicht im Ernst, dass der da die Klippe runtergefallen ist. Der hat erstmal allen Ballast ab. Der hat erstmal allen Ballast ab. Da ist der kleine Gandalf in der Kinderkrippe gewesen und dann ist der da runtergefallen. Ja, es hätte natürlich auch sein können, dass der kleine Gandalf in der Kinderkrippe eine Krippe hatte, nicht? Das könnte natürlich auch sein. Nee, ja, der hing am Klettergerüst und hat so Mama, was ist das? Ich hab Lust auf eine Leberkäse, das glaubst du gar nicht, wie hungrig ich bin. Unglaublich, was ist so noch? Hör doch bitte auf deinen Tisch zu hauen, bitte. Oh, wir haben noch hier Pizza-Baguettes. Boah, ey. Ja. Ernsthaft, ey. Ernsthaft. Oh, der Ernst ist in Haft, ihr müsst aufpassen. Warte, ich hast du da eine Rasse? Wenn die Leute, die jetzt das Klopfen im Hintergrund hören, ich feppe mir nicht ein, das ist mein Lieblingsvierbeiner, der gerade meinen Mülleimer vergewaltigt. Ja.
Würdest du bitte jetzt aufhören? Das hat sich aber komisch. Würdest du das jetzt bitte lassen und auf deinen Platz gehen? Gehst du bitte auf deinen Platz? Das hat sich sowas von pervers angehört. Vor allem, das passt ja wegen dir, ist sein Tisch, wo die ganze Zeit so komische Geräusche macht hier. Alter, würde es schon passen. Ja, das ist komische Geräusche. Kennt ihr das, wenn ihr auf den Tisch haut und dann halt im Hintergrund... Leute, jetzt sind hier mal eine Tasche und dann geht's ab. Wo sind die Taschen? Ich hab keine Tasche gesehen. Alter, wo sind die Taschen? Wohin müssen da, wir denn? Warum lagert man denn jetzt die Taschen da in Istanbul? Ja, warum lagert... Oh. Was hat er denn gesagt? Wo müssen wir denn hin? Capitol Hill Candy. Capital Hill Candy. Und das hast du gehört? Ja, ich hab's gelesen. Achso. Ich hab's gelesen. Ich lese. Ey, krass, was der hören kann. Der kann sogar Buchstaben hören. Okay. Was? Mokka? Mokka-Kaffee? Kommt hoch. Mokka-Kaffee. Mit uns geht's das schon wieder durch, ey. Sag mal, Gerald, was los? Hast du mich gedeckt, du Arschloch, du elendiges? Wie geht's deiner Mutter? Immer noch die alte Dorfnudde. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter, die alte Dorfnudde. Sag mal, Gerald, jetzt hausch aber ab, sonst sag ich doch Sibylle Bescheid, sonst bist du... Also, ernsthaft. Ernst? Oh, da gehst du in deine Ecke, da dich liebt sowieso keiner. Was, der Ernst ist in Haft? Der Ernst ist in Haft, so ist es. Deus, nein! Was denn? Nicht da lang. Wo lang dann? Da! Du heiliger Joghurt. Piep, piep. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. So, also, der Joghurt schafft jetzt das komplette Geld zur Seite und ich erzähle euch in der Zeit ein bisschen was von der Sibylle. Die Sibylle war eine Hausfrau, bis sie 30 war. Dann war sie ein Hausmann. Mittlerweile heißt sie Sibylle Gratoni und die macht einen wunderbaren Nudelauflauf. Das habt ihr noch nicht gegessen. So einen guten Nudelauflauf habt ihr wirklich im Leben noch nicht gegessen. Ich glaube, Deus, du hast Hunger, oder? Ey, ich glaub's gar nicht, wie ich Hunger habe. Ich würde am liebsten das Hundefutter von meinem Hund essen. Das ist das Problem, das ist schlicht und ergreifend einfach nicht, wie nennt man das? Einsteigerfreundlich. Da muss man sich dran gewöhnt haben, nur Scheiße zu fressen, weißt du? Aber du glaubst gar nicht, also ich würd wirklich problemlos, ich habe ein Fahrrad draußen stehen, ich würde es verkaufen für eine Lasagne, ehrlich. Nee, würde ich nicht machen, das ist mehr wert. Zwei Lasagne. So, jetzt. So. Und damit wir wieder auf die Mission zurückkommen, Alter. Wir müssen jetzt hier entkommen. Und wie entkommen wir am besten? Bevor im Pumpkin? Kommt nämlich unauffällig. Wir müssen halt eben zum Ausgang, ne? Ja, ich würde gern mit dir ausgehen. Wir müssen den Ausgang auf der rechten Seite. Rechts von dir, Boah! Bah. Ich bin fast reingelaufen, Mann. Was? Ich sag's euch extra noch. Da stehen ja, zwei Wachen. Zwei Wachen, Mann. Ja, ich bin auch nicht reingelaufen. Ja, aber ich... Gott, wie kommen wir hier wieder raus? Wir müssen weg, die Wache. Oh nein. Jetzt, super, jetzt kann sie in eine Richtung laufen oder in die andere Richtung laufen. Sieht er mich? Oh, Sieht er mich? Ich will hier wieder hoch. Okay, Leute. Wir müssen nach da vorne links. Bedeutet... Ja, das war eine Sackgasse. Okay. Okay. Das ist noch in der Wache. Oh Gott, wie kommen wir hier wieder raus? Jetzt durch Items kann ich reden und hat Hunger. Dementsprechend überlasse ich einem. Ja, das ist so nämlich vorbei. Wir kriegen doch hier jetzt gleich noch hier die. Wir dürfen doch noch auswählen, du hast hier. Was dürfen wir auswählen? Die, dass ich wieder keine Maske bekomme. Ach so, ja, stimmt. Ja, gut. Sollen wir diesmal wieder ansagen, was wir bekommen? Ja, ihr bekommt wieder irgendeinen. Der Pumpkin zieht Waffenaufsatz, der Tobi zieht Bargeld und ich bekomme eine Maske. So, komm, bitte, lass mich jetzt eine Maske ziehen. Bitte. Bitte! Oder war, nee, kein schon. Material für. Jetzt habe ich genau das Gegenteil. Das ist! Hauptsache, es hat funktioniert. Gut! Wir sind im Endscreen und ich überlasse die Verabschiedung demjenigen, der sich selbst als dumm erachtet.
Merkt schon, heute gibt's keine Verabschiedung. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, hinterlasst doch einen Kommentar, was ihr als nächstes sehen wollt oder ob es euch gefallen hat oder nicht oder warum ihr Deus eigentlich so unglaublich sexy findet oder Pumpkin oder meine Persönlichkeit. In der Videobeschreibung findet ihr die Kanäle, also auf unserem Kanal hier vom The Pumpkin und vom Items for Secret, bei den anderen beiden ebenso findet ihr dann uns und wir haben euch lieb und wünschen euch damit alles Gute, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.